Hello. Hello. Home sweet home. Bauen wir denn gleich Räume? Ja, hätte ich auch gemeint. Okay. Dass wir es jetzt mal richtig aufteilen und die richtigen Böden und so. Ja. Inventar schon voll. Ja, ich hab den ganzen Stein vor der Base mitgenommen. Achso. Stein gesammelt während du erkunde warst. Ah, Dreck, ich wollte. Oder ist Kristall? Ja, Quarz ist es. Ah. Kann man das abhauen? Ja, mit dem Geschärften. Ah ja, nice. Ich glaube, es wird halt mehr Ertrag bringen. Achso, ja, stimmt. Also aber das Eisen, habe ich gemeint. Wird vielleicht mehr Ertrag bringen. Okay, das kann weiß nicht, ob es mehr bringt oder ob du nur mehr abbaust, das ist die Frage. Ja. Natürlich geht es einfach nur schneller. Nehm mal das auf, was du nicht mehr aufnehmen kannst. Achso. Haben wir so irgendeine Layout-Vorstellung? Nein, noch nicht wirklich. Was? Wie. Quasi einen Gang und von dem Gang kommt dann einzelne Räume weg. Oder machen wir in der Mitte einen großen Raum, so als allgemeines Ding. Lager. Mit links und rechts jeweils Räumle. Ich glaube fast, dass wir es so machen, oder? Ja. Dann machen wir dass wir zuerst Raum. In der Mitte mal was Großes bauen. Ja. Wenn man 25 Felder groß macht. Ja. Dann können wir 5x5. Dann haben wir auf einer Seite hätten wir Platz für zwei Türen. Hm. Oder? Achso. Und musst du da einer dann nochmal jeweils einen Raum mit. Warte mal. Nein, das ist 6x6. Ja. Und dann haben die äußeren Räume jeweils. Kann pro Seite. Zwei Räume ansetzen, so, genau, mit 3x3. Ja, okay, cool. Ja, oder 2x3. Ich meine, wenn das wirklich nur der eine. So eine ja. Hast du so viel Steinziegel dabei? Ich hab Steinziegel 300, aber ich habe glaube ich 2000 so normalen Stein. Okay. Ja, also wir bräuchten ja jetzt erstmal den Schlossboden. Sollen wir das Diamant oder das quadratische Muster? Ja, ist ganz egal. Ja, eine ist Werkstattstrukturen. Werkstattstrukturen war aber nur die Werkstatt, oder? Oder war der Schmelzofen oder so? Werkbank war das, glaube ich. Ich tät vielleicht tun wir jetzt mal einfach ein normaler Boden. Ja, der normale Boden. Aui, miaui. Ein normaler Boden und dann schauen wir nachher, was wir setzen können, damit es passt. Ein Schlossbodenbelag. Ja, oder meinst du normaler Boden? Achso, wir haben gar keinen anderen, gell? Ja, halt Werkstattboden und Alchemielabor. Ja, ja, nein, ich mein jetzt so holzmäßig gibt's ja noch gar nichts, gell? Ah, das ist der normale nicht. Ja. Aber jetzt ist halt gerade Fristag. Ich bin ein Trottel. Hau mir den Schatten weg, du Orgene. Wärmer da bauen.
Aber wenn das die Mitte ist. Ah, es wäre Schatten da. Ah ja. Eins, zwei. Ich glaube, wir haben eine Platte zeigen in die Richtung. Wolkenschatten. Wollen wir da noch dazu nehmen, oder? Wir haben keinen Platz mehr, oder? Achso. Ja, und nach links eigentlich. Oder? Maximale Anzahl an Schlüssen. Ja, ja, aber wir müssen zuerst. Wir müssen Verdingungs bauen. Ja, dann bauen wir zuerst den inneren Raum. Sehen wir das. Okay. Ja, aber nicht einmal der geht sich, glaube ich, aus. Ah ja, stimmt. Ja, den bauen wir jetzt. Ja, den bauen wir jetzt, keine Ahnung, 3x3. Na. Damit, was ja, kostet aber damit man halt schnell. Aber damit was kostet man halt die Ausbaustufe? Ja. Hat uns die Ausbaustufe vom Ding kostet? Was leider nicht. Der kennt Lurg aber. 12 Kupferbarren, 12 Leder. Das haben wir. Ja gut, dann werten wir es noch. Warte, schau mal, ob ich Leder hab. Ich hab. Nein, das Leder habe ich nicht. Okay. Leder mit. Du hast kein Leder dabei, oder? Nein. Das habe ich nicht gedacht. Ja, soll ich nochmal schnell drucklaufen? Na. Mach mal, was kostet denn da eine Kiste? Einfach nochmal ohne. Kann man ja nicht. Warum nicht? Wir können sein. Ah, doch, da. Leder wird man ohne teleportieren können, ja? Wahrscheinlich nicht. Dann bräuchte man Gerberei und dann holen wir da wild Tier heute. Was kostet so ein Gerberei-Tisch? Oh. Auch die wäre Stufe 2 für die 160 Tierhaut. Das habe ich. Aber die 8 Bretter habe ich nicht. Bretter habe ich. Okay. Da ist die Tierhaut. Ah, nein, ich hab. Was? Ja. Dann den Bauer. Ja, dann brauchen wir halt Tierhaut. Das Problem ist. Guck schon bei der Gerberei dazu zu bloggen, wie viel Würfel hier haut man. Gott nicht. Was? Der hat schon 8 hier haut. Stilisch. 140. 140 Brummer. Ich habe auch Opferständig gefunden. Ich gang lieber nicht rein. Jetzt ja gleich wieder nach, dann können wir wieder bauen. Ja, ich hab's. 160. Nice. Bühne der Mathematiker, ey. Was? Ja, das 140 hat mal noch nicht gestimmt. Wie man schon 140? Wir brauchen 16. Ich hab gesagt 140 zum Bauer von der Gerberei. Ach so. Ich hab nicht gewusst, wie viel wir für uns brauchen. 16 für uns, ja. Ja, da. Und wie viel brauchen wir dort? Dann brauche ich nochmal ein Reh. Brauchen wir 100. Das war ich nicht. Ja, aber das haben wir. Wir haben 304, den ich aber noch wenig geschmissen. Ah, du hast ihn. Die sind so schnell voll. Ja. Da
musst du ganze Steine. Das tun wir mal da rein. Dann ja. Ich setze mal den Boden, oder? Ja, aber fang von der Mitte da am besten mal an. Da schon mal eins, zwei. Ja. Ja, mach. Also die Mitte zählt ja auch schon, gell? Eins. Das heißt, du brauchst zwei auf Ansätze. Eins, zwei. Ja, genau die Fläche, wo wir jetzt eigentlich haben. Bis auf deren linken Bereich da nicht. Hä? Ja, dann haben wir 6x6, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, na. Stimmt. Ach, ja, dann, ja, es wird wohl ein bisschen unförmig ausschauen, aber. Und dafür kriegen wir unser Schlosszentrum in der Mitte bei 6x6, logischerweise. Ja. Ja, was hast du jetzt da? Eine andere verboten gemacht. Ah, ja. Abbruch, ab. Hast du eine Power? Ah doch. Ja, denn das ist jetzt in der Fall unser 6x6 Raum. Genau. Der ist hier riesig. Dann bauen wir da schon Wände rum, oder? 1, 2, 3, 4. Von der Höhe fällt es noch ans Ufer wird's. Aber ja, können wir. Ja, breite fällt, genau, oder? Weil man gesehen hat, können ja noch nicht. Schlosszentrum, wo wir mit. Wir sehen unsere Begehrbarei. 5 haben wir. Okay. Dann machen wir noch Wände. Dann bauen wir 12, ja, habe ich die. Außenbereich. Nein, Schloss, Mauern, verstärkte Wand. Schloss, Mauern, verstärkte Wand, Bretter und Steinziegel. Wir haben gar keine Bretter mehr, aber du machst das schon. Warum ist da unten offen? Weil da ja noch die Tür reinkommt. Aber ich habe auch keine Bretter mehr. Aber ich hätte doch die Tür, da herbauen, weil da vorne geht es Arbe, oder? Oder da? Ja, ach so, ja, alle Türen stimmen. Nevermind, nein, passt schon. Stimmt schon, du hast eh recht. Wir reden da, du redest von der Raumtüren, gell? Ja. Aber da, wo ich stand, die Tür wäre mal als Außenwärtstür wahrscheinlich nehmen müssen. Wahrscheinlich, ja, das. Na, Holz hätte mehr voll viel. Kannst schon eine. Nee. Ja. Und dann brauchen wir das kleine Ding für Stein, ja, wahrscheinlich ohne. Ja. Aber das ist schon. Gilt das Sägewerk. Das ist noch nicht fix. Achso, aber einfach hat passen im Boden, okay. Ja. Genau, einfach mal daher platziert. Kann man denn. Aber hätte es schon der passende Boden? Nicht, oder? Ich weiß nicht, ob das denn nicht schon unter Böden der Werkstattboden belag. Werkstattstrukturen. Setzen drunter, probier's aus. Ja, aber nur drunter hilft ja nichts. Wir brauchen ja einen Raum mit Werkstattboden, oder? Das. Ah, mal doch diese Sonne, was man. Ja, ja, klar. Und ja. Das hat ja im anderen Ding auch schon geklappt. Oh, nochmal 10. Gut. Haben wir schon genug? Haben wir noch nicht, oder? 5 haben wir. 10 haben wir. 2 brauchen wir noch. Eine Minute. Da. Verstärkter Eingang. Der Eingang. Da kommt noch ein Eingang. So ein Eingang an. Fenster machen wir kurz, oder? Na. Nur beim Bier lieber im Dunkeln. Ja. Ich tät die da nach hinten aus der zuerst machen, weil die vorne werden wir wahrscheinlich nur normale Tür mal machen. Im Ossiko. Was hast du, welche dir nach hinten? Oder zu mir nach Osten. Aha.
Da, wo du die Mühle davor gestellt hast, das wird nachher unsere richtige Tür, hätte ich gemacht. Ah. Ja, ja. Platz. Ich muss mal kurz sortieren, also kein Blut mehr. Kein Blut. Dann kann man eh wieder Holz abbauen. So. Ja. Hallo? Gar niemand da. Gibt's ja nicht. Level 36, wie viel ziehe ich euch ab? Ah ja, gerade. Wie gut, sie müssen ihrem eigenen Feuer ausweichen. Ich hab's genau gehört. Einfach keine Steine dabei. Wenn würde ich da hinten kannst schon mal das rausklemmen, da das 3x3. Wenn sich's ausgeht. Roma, echt 3x3? Was hätte es sonst gemacht? 2x3. Ja, können wir. Ja, können wir. Reicht vielleicht sogar. Mal Schloss, Mauern. Ha, nur 3. 2 und 2, 3. Das Steinziegel. Ah, jetzt brauchen wir noch einige Steinziegel. Sind wir mal am Schaff, oder? Dann können wir da auch mal claimen. Wenn das da vorne unser Eingang wird, dann wo wir da ja prinzipiell wollen wir nicht claimen. Na, aber da könnte schon. Ja. Ja. Und da könnte man schon das erste Mal den Probierer anbauen, nämlich Werkstattböden. Ja. Schnell neben dem Eingang, Werkstatt braucht man oft und die Frage ist nicht, ob da noch die Werkstatt hineinkommt oder ob man da auch Sägewerke nicht tun können. Aha. Ah, doch, da schon, du kannst drüber haben. Reduziert die Kosten für die Veredelung von Materialien, wenn alle Böden in diesem Raum Werkstattböden sind. Ah, für die klar. Säge zumindest. Und die Mühle hat auch Werkstattböden. Okay. Geil. Nice. Machen wir da mal einen kleinen Werkstattraum. Ja, soll man da, der ist da nicht ohne, wo man die vier und die machen wir so außen rundherum. Und hat dann halt, was, Steinbearbeitung, Holzbearbeitung. Was Gott, was noch alles. Eine Menge, Mensch. Schmiede und so. Ich meine, die Frage ist, ob das denn überhaupt zur Werkstatt gehört. Und sonst hast du halt da dann einen Schmelzraum und du bist halt nur da nur schmelzen. Da hättest du einen Schmelzraum machen. Ja, weiß nicht. Ich hätte jetzt das halt zusammengelegt. Ja, ich hätte jetzt Säge und Mühle mal schon zusammengelegt, oder? Aber ja. Die Schmelzöfen wären für mich schon ein eigener Raum nochmal, oder? Passt. Zur Not können wir immer noch ausbauen.
Aber jetzt müssen wir eh mal zuerst einen zweiten Raum machen, oder? Das ist eh schon. Den machen wir ja, nicht lieber ja, gleich einen 16x16, sondern. Aber. Nur on. So, Schloss. Herr Spöde. Werkstatt. Ah. Weg. Ein Losgang am Ordnen. Ei. Ja. Bitte. Da sind wir nur Werkstatt, Bruder. Fehlender Wend, oder? Ja. Ja, aber. Das fehlen am Mühlen. 6 Wend. Wenn wir die 6 Wend haben, können wir mal schon das Zeug der Linie stellen. Aha, ja. Oh neu. Warum ist der Licht hin? Haben wir nicht alles zu? Ah ja, da hinten. Das wäre gut, wenn wir die zuerst zumachen dahinter, hä? Dahinter ist. Hätten wir einen geschlossenen Raum. Meinst du jetzt 2, 3, 4. Ja sicher, das andere Türen sind nur. Sind. Ja, ich glaube schon. Sein? Du kannst dahinter den. Aha, aber mir fehlen. Eine Projekt 3. Ich hab erst 8. Dauert nicht. Das ist die Gerberei. Schon die braucht Schneidereiböden, okay. Schmiede. Ah, man hat kein Kupfererz. Kannst du Kupfererz holen, gell? Ich hab Kupfererz, glaub ich, da irgendwo hin. Dann könntest du mal, ein Schmiede bauen, schau, was dir für ein Brot. Ganz praktisch. Finde ich gleich schade, dass man das nicht Schmiede, dass man das nicht irgendwie anschauen kann. Da brauchst du aber Schwefel auch dazu für die Schmiede. Nein, das ist Ding, was du meinst. Ich meine. Du meinst ganz was anderes, du meinst der Schmelzofen. Der Schmelzofen, genau, der noch. Steine auch noch. Ohne den. So ein bisschen Steine holen, gell. Wenn die eine Bauern gleich wieder abbricht, kriege ich wieder 100%, gell. Aha. Ja, gut. Sonst kannst du ja eine bauen und dann verschieben wir sie. Ach, kann man verschieben auch. Ja. Okay. So habe ich damals meine wichtigste Sache geholt und unter. Ich bin einfach von einer. Ich habe das gerade nicht können. Wohnen alle Türen. Achso, ihr den Bauer hat die Tür noch hier. Quatsch, sorry. Ah, da fällt noch. Ustrix. Woher fällt noch? Nice. Nicht echt. Was? Also ohne Tür. Jetzt ist dunkel hin. Ja, dunkel. Nice. Kannst du da noch 1, 2, 3, 4, 5, die 6 Wände in eine bauen? Gar nicht so. Warte so schnell. Hallo, hey, Zack, hey. Warum nicht? Ich baue so schnell wie es geht. Claude. Was für. Was Schmiede ist er? So. Claude, jetzt mal ein paar Steine aus. Das ist schön. Nervig. Was? Ich brauche Schmiedeböden. Okay. Schmiedeböden, also irgendwas. Ja, dann müssen wir sehen, ein separater Bereich. Du. Ja, und die können wir da will oder dann irgendwo lau. Ja. Ah, einfach. Ah, Struktur. Okay. Bing, bing. Wieder mal umplatziert.
Ich laufe schon um und nehme nur noch Steinfelder, wo zwei nebeneinander stehen. Oha. Und zwei einzelnes abbauen, weil das ist eh nichts. Mauern, na Bretter mal. Wow, hast mir da jetzt wenig Steine geklaut? Alle. Wahnsinn. Alle habe ich geklaut. Boah, Mauer habe ich bauen können. Jetzt habe ich keine Bretter mehr. Da. Dann ein Geschenk am Boden gelegt. Hab's keine. Aber ich habe jetzt nur zwei bauen können. Da haben wir Bretter und Stein. Eins, zwei, drei. Bist du gerade am Boden platziert? Ja, gerne auf Zitter. Wahnsinnig. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen... Ich habe sie nur so neu ins Eck stellen wollen, wie es geht. Darum habe ich es. Ich hab vorne, weil du hast die Mauer erst dann noch platziert, darum haben wir gedacht, das vielleicht nicht ganz stimmen. Explodiert da unsere ganze Hütte nicht rein, oder umspringst? Ja, ich muss. Muss da, gotta go fast. Kommst in die Hölle. Oh, schön. Ja. Räumle. Deine Fellner. Kannst genau drei, glaube ich, nicht platzieren. Du hast drei Säge weg. Ja, ja, nicht so nennt. Okay. Was fällt noch? Ich hab's. Nice. Ah, Brettfeld. Ja, musst du auch sein. Ja. Die Mühle braucht ja genau der gleiche, oder? Ja. Platzieren wir da die erste Mühle. Und hat passenden Boden. Nice. Ja, wir müssen noch drei Jahre. Aber ganz genau. Ja, gut. Frage ist, ob man da. Man braucht der Werkstatttisch, mancher Werkstattboden, dass man dort innen dazustellen. Oder vor, da ganz ans Ende da hier einfach. Wart. Weil ja Werkstatttisch. Ja, halt der Werktisch. Gibt es einen Werktisch? Ne? Ja. Egal, der hat da nicht einiger. Das hat nicht auch nicht gehabt. Ups. Werkstatt, Schmiede. Wir haben ja eine Schneiderei, die kann auch in die Schneiderbank in dem Fall. Vielleicht müssen wir dann auch noch einen Raum deep inniger. Was denn machen wir? 3x2 und vorne da noch so ein Spitzhusse, wo wir das Teil hinstellen können. Ah, ja. Meinst du das geil? Ich weiß nicht, die braucht die mehr Platz wie eine Wand. Und das kannst du momentan sowieso voll schwer sagen, weil die ist die ganze Zeit rot.
auch, müsste sich schon rausgehen, klar. Auf die Eisenbahn bin ich gespannt. Wie lange dauern die? Achso, er macht gerade andere Sachen. Gerne dran. Schwefel, okay. Ja, was haben wir, was ist der Alchemie, den können wir sonst schon bauen, aber der hat ja jetzt nicht da der Nerbert, sondern den da hinten, also da, glaube ich gesehen. Aha. Alchemie-Bohrer haben wir eh auch schon. Ja, aber ja, den haben wir schon. Brauchen wir für den Schloss. Böden. Chemieböden. Boah, jetzt ist die Frage, welcher da der cooler ist, gell? Ah, da brauchen wir eh Schwefel, das macht der gerade Schwefel. 4 Steinziegel und 3 Schwefel. Ich dachte, der erste, ja, der zweite hat so ein kleines Grün, den schaut es aus wie so ein halber Waldboden. Wobei, es könnte ausschauen wie Gift. Viridis Muster oder das Modellmuster? Was hättest du bevorzugen? Mir ist das Ganze gar kein. Ja, egal, gibt's nicht als Boden. Sonst änderst du da wieder. Was hast du da gebaut? Ja, Beulen. Ich hab mal geschaut, ob es denn billiger ist. Aber ist es nicht. Also im 2 Säulen baust. Wenn ich die Säulen quasi schon hab. Das macht die Wand dazwischen nicht wichtiger. Ich verstehe. Kommt, wir holen jetzt beide ein kleines Stein und ein kleines Holz. Dann gehen wir eine Runde und wenn einfach nur da warten. Nein, aber. Aber mehr. Tut da das. Wie lange braucht denn das da? Okay, ja, Schwefel sollten wir auch dringend haben. Oh, da ist ja der Himmel. Und dann machen wir ein ordentliches Lagersystem, ja? Okay. Sinnvolls. Das ist das, was mich immer ganz brutal triggert in solchen Spielen. Nee, ich verstand sie, verstand's. Was? Ich hab. Ich hab einen Wolf mit einer, oder fast mit einer Keulen. Ja, nee. Danke.